Hallo Leute, Darzahns 005 hier mit Let's Play Carmfalls 2. Ja, wir sind Dave Sherlington, sind hier im Polizeirevier und ich glaube, wir sollen wieder ins Hotel oder so. Ich bin mir jetzt gar nicht mehr ganz sicher, was wir machen sollen. Oder nochmal zum Schuppen. Wir gucken einfach mal. Alte Zeitungsartikel. Ich habe im Moment keinen Durst. Möchten Sie noch etwas, Mr. Sherlington? Nein, ich denke nicht. Sorry, Polizistin, schaut euch so sicherlich nicht die Akten. Okay. Oh, Sequenz. Na gut, da hat sich's ja eh schon erledigt. Mr. Sherlington? Ja? Denken Sie daran. Zu viel Neugier kann tödlich sein. Wollen Sie mir drohen? Was soll das heißen? Ich lasse mich nicht einschüchtern. Es sind nicht nur Wahnvorstellungen. Irgendwas passiert wirklich in dieser Stadt. Auch wenn ich nicht weiß, was hier los ist, aber ich krieg's raus. Und jetzt will ich erst recht wissen, was. Diese Platten im Schuppen von Mrs. Ryan. Diese Platte im Schuppen von Mrs. Ryan. Ich werde nachsehen, was sich darunter verbirgt. Mit einem Akkuschrauber und dem richtigen Aufsatz sollte ich die Platten aufkriegen. Ein Akkuschrauber, dann müssen wir schon wieder Werkzeug kaufen. Okay. Hier muss ich nicht rein. Okay. Gut, dann hier nach links, genau, ja, okay. Hier in den Shop. Ach, so. Nee, das war... Okay. Noch weiter nach links. Stimmt, hier ist der Eingang von Carmfalls. Hier geht's rein. Okay. Ich habe im Moment alles, was ich brauche. Was ist jetzt mit dem Akkuschrauber? Normale Alltagswaren. Nichts Besonderes. Wo kriege ich verdammt nochmal diesen Akkuschrauber her? Oder wir gehen nochmal kurz in den Schuppen. Und gucken mal, vielleicht liegt da ja auch ein Akkuschrauber rum. Ich habe keine Ahnung. Man weiß es nicht, man weiß es nicht. So, hier entlang. Bitte, bitte, bitte. Genau. So. Ohne Hilfsmittel kriege ich die Platte nicht auf. Nichts Besonderes. What? Wo zum Teufel soll jetzt ein Akkuschrauber sein? What? Are you kidding me? Die Platte war schon da, als ich dieses Haus gekauft habe. Ich weiß nicht, was darunter ist. Die Tür ist verschlossen. Okay, wo kriegen wir jetzt verdammt nochmal einen Akkuschrauber her? Gottes Willen. Ja, das kennen wir schon. Ah, dang it. Teleports. Anscheinend hat das Café geschlossen. Jo. Das wissen wir. Akkuschrauber, Akkuschrauber. Der Kiosk ist geschlossen. Aha, hier ist ein Boot. Okay, gut. Kann ich bestimmt hier nicht aufbrechen, ja? Das hast du mit einer Kette verschlossen. Gut. Oder vielleicht in einem Lagerhaus, dass da irgendwo noch ein Akkuschrauber ist. Vielleicht, nee, da kann man nicht hin. Okay. Verschlossen. Shit and Drag. Okay. Ein Gabelstapler. Genau, hier müssten wir ja schon gewesen sein. Genau. Aber hier war doch nirgendwo was. Nee, hier war nur dieser ominöse geheime Durchgang.
Das ist ja mal wieder höchst mysteriös, Mensch. Naja, das war nur die Notiz. Die Tür ist verschlossen. Okay, herumgeirre mal wieder, wie ich feststellen muss. Gut, was heißt mal wieder? Bis jetzt war es eigentlich recht linear, das Game. Man kam zumindest einigermaßen gut durch. Aber wo? Verschlossen. Wo kriege ich jetzt einen Akkuschrauber her? Vielleicht in Blue Horizon. Keine Ahnung. Startführer aus der Stadt heraus. Ja, ist doch okay. Nee, das ist nicht richtig. Tür ist verschlossen. Aber warum sollte gerade in unserem Hotel ein Akkuschrauber sein? Das ergibt auch keinen Sinn. Okay. Ist mir zu gefährlich, ja, ja. Aber warum kann ich den hier nicht einfach kaufen? Was soll das? Ja. Glaub ich nicht, Dave. Glaub ich nicht, dass du alles hast. Okay. Normaler Alltagswahn. Tiefkühlschrank. Das ist ja mal wieder ein Suchbad, meine Güte. Schon länger geschlossen, okay. Ich durchsuche sicherlich nicht die Mülltonne. Warum nicht? Möchten Sie etwas trinken? Nein, danke, im Moment nicht. Verschlossen. Nichts Besonderes. Und schon wieder verschlossen. Naja. Ja. Da steht etwas, aber es ergibt für mich keinen Sinn. Ja. Zumindest ergibt es Sinn und macht keinen. Das ist löblich, sagen wir es mal so. Ah, stimmt, hier gab es Maschinen. Okay, da hätte ich auch gleich dran denken können. Stimmt, in dem anderen Laden gab es mehr oder weniger eigentlich nur irgendwelche Gegenstände. Aber keine Maschinen. Okay, ich möchte einen Akkuschrauber kaufen. Ich habe ja ein sehr zuverlässiges Modell, es kostet $50. Ist natürlich von Bosch, die blaue Variante. Gut, den nehme ich. Obwohl, der Einhelfe $10 wird's auch tun. Akkuschrauber gekauft. Außerdem suche ich einen speziellen Aufsatz für den Akkuschrauber. Zum Aufschrauben von Muttern. Das Ding nennt sich dann, ja, im Prinzip eine Nuss. Hm. Was brauchen Sie denn für eine? Sowas führe ich nicht. Versuchen Sie es doch mal bei den Bauarbeitern links vom Laden. Vielleicht geben sie Ihnen so einen Aufsatz. Was bist du für ein Verkäufer, bitte? Danke. Im Moment wüsste ich nicht, was ich hier kaufen sollte. Hm. Links neben dem Laden. Bauarbeiter. Hier oder was? Hier muss ich nicht hin. What? Nicht das Haus, das ich suche. Ach so. Aber das ist doch nicht links von dem Haus. Das ist doch rechts hier, oder? Och, dang it. Erstens ist damit immer wieder Blut, da geht es anscheinend in eine Kanalisation und das ist rechts von dem Haus. Aber okay, rechts, links, kein Thema. Was ist hier geschehen? Was ist hier nur los? Es sind Sie, Dave Sherlington. Mein Name ist Dr. Mortimer. Es gab einen schrecklichen Arbeitsunfall und jetzt ist Ketchup dort auf dem Deckel. Ein der Arbeiter wurde ein Bein abgetrennt, als er im Schacht gearbeitet hat. Mein Gott, wie konnte das nur passieren? Die genauesten Umstände sind noch nicht geklärt. Mr. Sherlington, ja? Ich habe Sie noch nie in Calm Falls gesehen.
Ich bin auch nur zu Besuch hier. Wenn Sie verstehen. Ach ja, verstehe. Ist der Arbeiter noch am Leben? Nein, leider war der Blutverlust schon zu groß. Er ist eben im Krankenwagen verstorben. Ich begleite Sie im Krankenwagen, Dr. Mortimer. Sie müssen mir noch meinen Bericht unterschreiben. Gut, lassen Sie uns losfahren. Ein Unfall. Dem Arbeiter soll angeblich ein Bein abgetrennt worden sein. Klingt ja ziemlich seltsam. Vielleicht war es auch ein Arm. Ich hätte mal wieder Lust auf Hackfleisch. Ich nehme einfach mal einen Schraubaufsatz aus dem Kasten. Schraubaufsatz. Gut. Da liegt Papier. Kann ich zum Abwischen nehmen, wenn ich mal wieder groß muss. Ein Zeitungsartikel. Anscheinend gab es vor ein paar Wochen eine große Explosion im Krankenhaus. Praktisch alle in dem Flügel sind ums Leben gekommen. Nur 3 Personen haben die Explosion überlebt. Mehr kann ich nicht entziffern. Macht nichts, wir speichern mal. Okay. Da kann man allerdings nicht hinlatschen. Gut. Okay, verschlossen. Gut, naja, dann können wir jetzt theoretisch und auch praktisch die Platte aufschrauben und dann gucken wir mal, was sich darunter verbirgt. Ich hoffe doch kein Monster. So. Also gut. So. Wir speichern nochmal und Moment. Gehen hier rein. So, er verwendet das Ding automatisch. Ich muss nur anklicken. Ah ja. Das ist natürlich ein ganz normaler Keller, wie ihn jeder von uns gerne haben würde. Aha. Die Luke ist verschwunden. What the heck? Zum Teufel, was ist hier los? Pünktchen, Pünktchen, Pünktchen. Ist das ein Schleifstein dort? Was ist hier passiert? Als ob hier etwas oder jemand geschlachtet wurde. Hackfleisch. Mein Gott. Oh my goodness. Die Leichenteile. Wo? Wo sind Leichenteile? Ach so, die Leichenteile aus dem Müllsack. Plötzlich ergibt natürlich alles wieder Sinn. Stammen sie von hier? Da blinkt was. Ist das ein Leichenteil? Nö, das ist ein Beil. Okay. Gut, dann rüsten wir mal das Beil aus und... Ein Schleifstein. Oh Gott, Gegner! Okay. Gut, dann gucken wir. Bams. Nein, ich steck fest. Dang it. Bombs. Au. 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 Stirb. Nein, geh weg. Stirb. Au. Jawohl, alle tot. Okay. Ein undefinierbarer Fleischklumpen. Auch hier könnte Hackfleisch sein. Na gut. Oh boy. Blutstillendes Mittel. Oh. Irgendein Schalter anscheinend gedrückt, okay. Gut. Gut, zu dem Loch sagt dann nix, der gute Dave. Dann, ja, gehen wir wieder zurück, ne? Und gehen wir hier rein. Okay. What the? Das ist er! Dieser Mann von dem Bild im Hinterhof. Er hat ein Bein in der Hand. Es muss das Bein vom Arbeiter sein, also war es kein Unfall. Ach so, und er geht einfach weiter. Er hat mich einfach ignoriert.
Dum, dum, dum. Die Tür geht nicht auf. Hm. Okay. Gut. Blutstehendes Mittel. Lässt sich nicht öffnen. So ein Dreck. Okay. What? Sind das Geister? Das ist... Ja, okay. Kann man machen, muss man aber nicht. Hä? Ah, jetzt haben wir Geistergegner. Yay! Au! Hey, die werden länger gestunt, wie es mir scheint. Und irgendwie... Ja, okay, das Ball hat natürlich eine kürzere Distanz, wie jetzt irgendwie... ein Akkuschrauber! Nee. Wie ein Eisenrohr zum Beispiel, ne? Au. Sehr gut. Ist es down? Jo, ist down. Okay. Jetzt müssen wir also gegen Geister kämpfen. Gegen... Das sieht aus wie das Inventar einer Schneiderei. Hm. Okay. Zwei Wege. Mhm. Tja, dann gehen wir erstmal nach oben. Hm. Stoffrollen. Eine Kleiderpuppe. What? Ach komm! Die schießen! So ein Trick. Oh boy. Der Raum ist ja mal wieder sehr schön. Sehr. Das wollte ich nicht. Au. Okay. Dang it. Oh Gott, wir sind gleich tot. Habe ich jetzt erst gerade gesehen. So. Au. Jawohl. Und down. Okay. Ah ja, hier haben wir noch einen Hebel. Gut. Okay. Hört auf damit, Jungs. In der Puppe stecken Nadeln. Okay, wir können nichts gegen die machen. Dann gehen wir raus. Aber umbringen lasse ich mich von denen ganz sicher nicht. Und, okay. Dann geht es anscheinend doch hier weiter. Das sieht wie das Inventar einer Schneiderei aus. Schon wieder. Okay, schon wieder. Typi. Au. Shit and Drag! Okay. Au. Das wollte ich nicht! Na gut. Erste Hilfekasten. Okay. Stoffrollen. Au. Ich habe das Gefühl, dass die werden zurückgesetzt, wenn wir den Raum verlassen, kann das sein? Na, ist egal. Okay. Gut, okay, wir haben Schalter umgelegt. Bitte. Was könnte dadurch jetzt passiert sein? Vielleicht eine Tür aufgegangen oder... Na okay, wir gucken mal. Lässt sich nicht öffnen. Ah, okay, hier geht's jetzt rein. Gut. What? Christine! Mein Gott, was machst du dort? Ketchup essen. Sieht man doch. Das ist das Blut der Unschuldigen. Das Blut der Unschuldigen? Was meinst du damit? Du darfst hier nicht bleiben bei den ganzen Monstern. Bitte komm mit mir. Wieso? Wieso wurde gerade ich von ihm verschont? Wieso sollen alle außer mir sterben? Christine, bitte! Nein, ich will nicht. Tschüssi. Lässt sich nicht öffnen. Wer hätte das nur erwartet? Dann müssen wir mal wieder den gruseligen Umweg nehmen. Oh, what? Mit rotem Licht. Hochwertig. Oh Gott, wir sind gleich tot. Stellt 50 Trefferpunkte wieder her. Dann nehmen wir einen Erste-Hilfe-Kasten. Oh Mann! Dang it! Die sind so schnell, die Viecher. Zu schnell für dieses Kampfsystem. What? Okay. Bams. Gut. Dann hier blutstillendes Mittel.
Und hier durch die Tür. Ah ja. Und schon sind wir wieder draußen. Schon wieder Nacht. Dabei war ich vielleicht gerade mal eine Stunde in dieser seltsamen Welt. Es war Silent Hill. Gehört die Bar auch noch dazu? Nö, da sitzt jemand. Ist hier etwas Ungewöhnliches passiert? Etwas Ungewöhnliches? Ja, haben sich die Wände irgendwie verändert oder sind seltsame Gestalten aufgetaucht? Sie machen wohl Scherze. In meiner Bar ist sowas noch nie passiert. Und ich glaube, da ist meine Bar nicht allein. Ich weiß, es klingt ziemlich verrückt. Das Einzige, was ungewöhnlich ist, dass der Kerl, der die Frau hinter ihnen begleitet hat, schon seit 30 Minuten die Toilette blockiert. Vielleicht muss er dringend mal Kaka. Was ist jetzt los? Komische Musik. Mit langem Wait-Befehl. Mir reicht es, ich gehe jetzt einfach nachschauen. Ich will mal an seinem Wienerle rumspielen. Ich habe ein komisches Gefühl. Der Typ ist bestimmt nicht so besoffen, dass er dort eingeschlafen ist. Ich gehe trotzdem lieber hinterher. Wollt ihr jetzt einen Dreier auf dem WC machen, oder was? Ah, ja. Okay. Was? Ja, Dave. Was hier los ist, erfahren wir es in der nächsten Folge von Comfonds 2. Ich bin Arzans 05. Bis zum nächsten Mal. Bis dann und ciao, ciao.